NAFU zu wählen. Das sind 25 Monate. Und ansonsten möchte ich wirklich noch mal ganz klar darauf hinweisen, wir müssen die ganze Partei jetzt auf die Kommunalwahl ausrichten. Die Kommunalwahl ist das entscheidendste Event, was uns bevorsteht, und wir sollten sehen, dass wir vom Umfeld und von der Organisation und der Struktur alles schaffen, damit wir uns darauf konzentrieren können und uns nicht wieder 2 Tage irgendwo selbst befriedigen, um wieder einen tollen neuen Vorstand zu wählen. Wir müssen jetzt mal ins Arbeiten kommen hier. Danke. Kurze Unterbrechung für einen GO-Antrag. GO-Antrag auf Meinungsbild. Ich würde gerne wissen, wer zu diesem Zeitpunkt diesem Antrag in vorliegender Form zustimmen könnte. Das ist vorauseilender Gehorsam. Ich finde das super. Ja, ich teile dem Antragsteller mit, das ist eine überwiegende Mehrheit. Das waren schon eine ganze Menge, wenn du dich mal umgeguckt hast. Ich möchte das, was Andreas gesagt hat, noch unterstützen. Es geht nicht nur darum, jetzt diese Kommunalwahlen ungestört vorbereiten zu können, sondern es geht für mich allgemein darum, wie wollen wir als Partei arbeiten. Und für mich ist es unabdingbar, dass wir eine Kontinuität und Verlässlichkeit in unsere Arbeit kriegen. Und dazu gehört auch, dass wir Verantwortlichen, dementsprechend Vorständen in diesem Falle, dafür genügend Zeit geben und dass wir diesen Menschen die Möglichkeit geben, kontinuierlich zu arbeiten. Ich möchte deswegen ausdrücklich für diesen Antrag und eine Zustimmung dafür werben. Kurze Unterbrechung der Rednerliste. Es gibt einen weiteren GO-Antrag. Wenn du den Thomas immer gerade dran lässt. GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Nach diesem Meinungsbild könnte man das vielleicht versuchen. Okay, der GO-Antrag steht. Wer möchte, dass die, die hier vorne stehen, noch reden dürfen, danach keiner mehr? Gegenprobe, wer ist dagegen, wer will weiterreden? Gut, damit schließe ich jetzt die Rednerliste. Die, die jetzt da stehen, können noch reden. Und da hinten gibt es noch einen GO-Antrag, dann ziehen wir den auch noch gerade vor. Antrag auf sofortige Abstimmung. Das ist nach dem Antrag jetzt gerade ein bisschen blöd, weil wir haben die Rednerliste jetzt geschlossen, es sind 4 Leute. Ja. Gut, ich lasse die 4 Leute noch weiterreden, dann schieß los. Also nur eine Anmerkung, wenn der jetzige Vorstand so tolle Arbeit macht, tolle Strukturen schafft, dann wählen wir ihn einfach nach 11 Monaten neu und fertig ist. Und ich wollte noch mal auf dieses tolle Argument Kommunalwahl gehen. Ja, Wahlen sind wichtig und toll, aber so wie ich die Parteien mitgekriegt habe, waren es bisher nie die Vorstände, die Wahlen vorbereitet haben, sondern immer ganz tolle, engagierte Piraten in irgendwelchen AG, SG oder sonstiges Wahlkampf. Das heißt, das hat nichts, also überhaupt nichts damit zu tun, wie lange der Vorstand im Amt ist, und ist meiner Meinung nach ein Scheinargument. Ich sehe momentan nicht, dass wir wirklich die Kapazitäten haben, uns jetzt schon einen Vorstand auszusuchen, der sie Kommunalwahl vorbereitet. Wir haben da zwei Jahre, da können wir auch ein Jahr erstmal darauf verwenden, überhaupt Mitglieder zu aktivieren, um überhaupt Zeit und Leute zu haben für die Kommunalwahl. Das kann ein ganz anderer Vorstand sein. Ich verzichte. So, dann Achim, Schlusswort. Ja, ich konnte mir leider keine Notizen machen. Arne, ich glaube, du hattest gesagt, wir wählen in 11 Monaten einfach einen neuen Vorstand nach. Das ist nicht möglich. Wenn dieser Vorstand abgelehnt wird, werden wir uns im 1. Quartal des Jahres 2015 an einem Ort im Norden von Niedersachsen treffen und einen neuen Landesvorstand wählen. Das heißt also, dass wir dann hier einen Interimsvorstand für 4,5, 5 Monate wählen. Das halte ich nicht wirklich für zielführend. Natürlich hat auch Sandra recht, wenn sie sagt, dass viel der letzten und vergangenen Wahlen in AGs erledigt wurde. Es war aber stets eine Vorstandsbeteiligung da. Und meine eigene Erfahrung ist die, dass man mit einem langfristig und kontinuierlich arbeitenden Vorstand deutlich besser zusammenarbeiten kann als mit permanent wechselnden Akteuren,
die möglicherweise auch andere Richtungen vorschlagen. Und nochmal, es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Die 36 Monate oder 35 Monate sind der Worst Case und wie Andreas das schon gesagt hat, kann es diesmal nicht zutreffen, weil laut Parteiengesetz spätestens in jedem zweiten Jahr gewählt werden muss. Also ich bitte nach wie vor um Zustimmung. Nein, das hilft jetzt nichts. Könnte ich, mache ich aber nicht. Gut, ich habe gut, nur, dass ich es mitbekommen habe, gab die Frage, ob das Ding moduleweise abgestimmt werden kann. Ach, ich möchte das nicht. Jo, dann kommen wir zur Abstimmung. Ich würde euch bitten, wenn ihr dafür seid, diesen Satzungsänderungsantrag anzunehmen und eure Satzungen dahingehend zu ändern, die Stimmkarten jetzt zu heben. Danke. Jetzt die Gegenprobe. Wer ist dagegen? Danke. Wer enthält sich seiner Stimme? Ja. Damit stelle ich fest, die Zweidrittelmehrheit ist gegeben, der Antrag wurde angenommen. Ja, der nächste Satzungsänderungsantrag, das ist Satzungsänderungsantrag 01, wenn ich den mal auf den Monitor haben könnte. Genau, da geht es um die Streichung des Paragraphen 14 Absatz 4b. Ja, also ja, dieser Antrag ist quasi in diesem ersten, den wir abgestimmt haben, auch schon enthalten. Das heißt, der ist jetzt hinfällig, den brauchen wir nicht mehr zu behandeln. Okay, er zieht ihn auch formell zurück, deswegen Thema durch.